Alphorn als Naturtoninstrument und der Naturjodel scheinen einander schon durch die Namensverwandtschaft nahe zu stehen. Das Alphorn und der Naturjodel haben in der Schweizer Volksmusik eine lebende und vielfältige Tradition. Der Schriftsteller Heinrich Federer hat mal gesagt: Was ist eigentlich der Jodel? Wer das sagen könnte, der könnte uns dann bei dieser Gelegenheit auch lehren, was Sonnenlachen, Lerchentriller, Wellenhüpfen ist. Hören und fühlen kann man den Jodel, schildern nicht. Man kann also nicht eindeutig definieren, was ein Naturjodel ist. Und es gibt verschiedene Meinungen darüber, was der Naturjodel ausmacht. Der Naturjodel hat aber vieles gemeinsam mit der Alphornmusik. Ein Hinweis auf eine Verbindung zwischen Jodel und Alphorn besteht darin, dass einzelne Naturjodel auf der Naturtonreihe aufgebaut sind, also auf der typischen Tonskala vom Alphorn. Beim Jodel hoch oben aus Obwalden ist genau das der Fall. Der Begriff Naturjodel taucht das erste Mal in den 1830er Jahren auf. Wir haben hier eine Kopie von der Bayerischen Nationalzeitung vom 25. Juli 1839. Und hier kann man lesen: Aller Bewunderung und Entzücken rief der handwerkliche Naturjodler hervor, wofür ihm auch mit ungeteiltesten Beifallsbezeugungen belohnt ward. Solche Berichte können wir noch in einigen Zeitungen vom 19. Jahrhundert lesen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass das damals in diesem Salon nicht so tönt hat, wie wir uns heute Naturjodel vorstellen. Wenn wir aber das Jodellied «Der Ustig kommt» von Ferdinand Huber hören, kommen wir einen ungefähren Eindruck über, wie das könnte tönt haben. Am Anfang des 20. Jahrhunderts taucht der Begriff Naturjodel das erste Mal in der Schweiz auf. Der Volksmusikpionier, Alphorn- und Jodelkomponist Alfred Leons Gassmann hat nämlich 1908 ein Büchlein herausgegeben unter dem Titel «Der Naturjodel des Josef Felder aus Entlebuch». Mit diesen 24 Jodelliedern und Naturjodel ist der Josef Felder im In- und Ausland bekannt worden. Rund 70 Jahre später, 1981, hat der Stanzer Lehrer, Komponist und Jodelforscher Heinrich Leuthold das Buch herausgegeben, «Der Naturjodel in der Schweiz». Hier braucht er den Begriff Naturjodel für alle Jodel, die ganz ohne Wort auskommen. Und so versteht man Naturjodel auch heute noch. Wir haben Ihnen jetzt ein paar Bezugspunkte zwischen Naturjodel und dem Alphorn können aufzeigen. Unsere Forschung zu der musikalischen Beziehung zwischen Alphornmusik und Jodel endet in diesem Sommer. Und wir freuen uns, Ihnen Ende Jahr unsere Publikation präsentieren können.